Nach dem Prozessauftakt im Missbrauchsfall von Staufen hat Staatsanwältin Nicola Nowak die Anklagepunkte zusammengefasst. Ja, also die Kernpunkte der Anklage sind, dass wir zwei Geschädigte haben. Ein kleines Mädchen, das war die Tochter der Freundin der Angeklagten, und den eigenen Sohn der Angeklagten. Das kleine Mädchen war zur Tatzeit ungefähr 2 Jahre alt. Der Junge war beginnend 7 Jahre alt, bis zum Ende 9 Jahre alt. Und jeweils zum Nachteil von diesen beiden geschädigten Kindern wurden sehr schwere sexuelle Missbrauchshandlungen begangen, zum Teil durch die Angeklagten, also sowohl durch die Mutter als auch durch den Stiefvater, aber auch darüber hinausgehend von anderen Personen, die der Angeklagte zum Teil kannte, aber zum Teil auch über das Darknet angeworben hatte. Hier ist halt das Außergewöhnliche, dass wir alles dokumentiert haben. Wir haben jetzt hier in der Anklage quasi nur mit wenigen Ausnahmen faktisch nur Taten aufgeführt, die wir auch videografisch dokumentiert gefunden haben.